Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Prison Art Attack. Mein Name ist Gabur und wir sind dabei und hoffen, dass er die Betten zugange kriegt. Aber so wie es aussieht, werden wir das diesmal wieder nicht schaffen. Was haben wir denn jetzt erreicht? 40. Kann doch gar nicht sein. Vorhin hatten wir doch schon 50. Hä? Verstehe ich nicht. Wir können doch da hier das Bett noch abholen. So, dann gibt es hier noch einen schönen Schreinertisch. Ja, also ganz klar ist das noch nicht mit den Betten. Irgendwie will er die nicht alle vernünftig produzieren oder er... Ja, noch keine Ahnung warum. Weiß ich nicht, Leute. Kann natürlich auch daran liegen, weil wir nur einen Tischler haben. Ja, jetzt haben wir 40% da wieder. Also, ja, verstehe ich noch nicht so ganz. Ja, Feierabend. Und ich glaube, wir hatten 10 Betten. Glaube ich schon. So, hier werden jetzt ein paar Bäume gepflanzt. Das ist auch nicht schlecht. So, was ist jetzt? Ach so, Essenszeit. Mangiade, mangiade, mangiade. Da kriegen alle Essen. Ja, das ist so wunderbar. Lalala, 62. Bedürfnisse. Ja, sieht doch gut aus. Sleeping möchten sie jetzt alle. Food ist ganz okay, 70%. Family, Research, Injury, Hygiene. Ja, jetzt haben wir fast noch keine Freizeit mehr, ne? Wo war das? Programm? Nein, nein. Wo war das? Schittenböhm, wo war das? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gucken wollte. Ach doch, da. Freizeit, doch, gleich ist Freizeit. Ja. Sollte doch dann vollkommen okay sein. Gehe ich zumindest mal von aus. Sollte dann vollkommen okay sein. So, da gehen schon welche duschen. Sie haben hier Freizeit ohne Ende. Und bei Freizeit ohne Ende sollte eigentlich jetzt die Bedürfnisse... Da ist es. Alles wieder nach unten gehen. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt ist Schlafenszeit. Und Autoschef. Sehr schön. Ich finde es gut. Nur, dass wir die Aufgaben nicht erledigt bekommen. Das finde ich jetzt nicht so klasse. Wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen, wo wir den nächsten Knast hinsetzen. Ich bin am überlegen, ob wir hier nachher nicht eine Tür reinmachen. Hier eine Tür reinmachen. Und hier oben den nächsten Knast hinsetzen. Also die nächsten Schlafzellen. Und dann können die von da oben hier reinlaufen. Und von da auch. Aber ich glaube, dann wäre der Duschraum zu voll. Also ich werde dann wohl den nächsten Raum mit Dusche zusammen machen. Wir kriegen 19 Gefangene, das ist zu viel. Das ist viel zu viel, das ist doof, das ist doof, das ist doof. So, haben jetzt überhaupt vorhin welche in der Küche gearbeitet oder nicht? Da habe ich nämlich jetzt überhaupt gar nicht drauf geachtet. Scheiße. Ja, wir machen das jetzt einfach mal als gemeinsamen Bereich und fertig. Dann sollte das vielleicht schon funktionieren. Ein interessanten Grundausbildung, Verhaltenstherapie läuft ganz okay. Allgemeinungsprogramm war für... Sondern ist die Erweiterung, dass die Grundausbildung, das Programm bereits erworben werden und Kenntnisse können erweitert werden. Ja, das könnten wir eigentlich auch starten, ne? Ja. Jetzt haben wir einfach alles wieder gestartet. Damit fahre ich einfach am besten da. Dieses Warten. Ich vergesse dann da ständig zu gucken und dies und jenes. Das bringt mir nicht ganz so viel. So, wir klatschen jetzt hier nochmal zwei Waschmaschinen. Oh, das war falsch. Zwei Waschmaschinen hin. Versorgung. Strom läuft dahin. Wasser brauchen wir.
So, Wasser hätten wir auch. Das und das hätten wir. 11.000 machen wir die Stunde. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt kriegen wir auch endlich mal wieder ein bisschen Holz hier. Statt immer diese blöden Nummernschilder produzieren. Da kommen die nächsten Bäume, die gleich gepflanzt werden. Sehr schön. Gleich stehen die Leute auf. So, gleich bin ich mal gespannt, ob das mit dem Frühstück gleich besser klappt. Jetzt gehen sie erstmal alle duschen. So. Hier ist Platz ohne Ende, Leute. Geht duschen, geht kacken. Ja, Platz gibt es hier genug. Nur alle bewegen sich nicht oder alle haben keinen Bock zu duschen. Aber die Leute, die duschen wollen, haben genug Platz. Das sieht man ja. Und 2 Stunden duschen ist eigentlich ganz okay. Sie müssen ja nicht, sie können ja schon zurückgehen. Ja. Zwar nicht so programmiert, aber so ist mein Gedanke einfach. So. Und ping und ab zum Fressen. So, jetzt haben sie wieder die ganzen Töpfe da noch nicht hingestellt. So. So. Trotz, dass wir einen Koch mehr eingestellt haben. Also die Köche brauchen echt lange. Hallo, könnt ihr das jetzt auch mal hier zu zweit da oder zu dritt da hinstellen? Ich glaube, wir brauchen echt noch einen Koch, Leute. Weil die sind arsch... Oh, jetzt haben wir 2 eingestellt. Die sind echt arschlangsam, um das Essen zu verteilen. Das kann ja nicht sein. Ja, dass das Essen da stundenlang noch auf dem Herd steht. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Jetzt ist Arbeitszeit. In der Küche fangen sie jetzt auf jeden Fall gleich wieder das Malochen an. Das ist sehr schön. Und in der Tischlerei kommen jetzt auch schon gleich die nächsten wieder angelaufen. Sehr schön. Holz haben wir hier genug. Nummernschilder liegen ja auch noch für Export ohne Ende. Gerade diese hier. 14 Schafe, 16. Ich weiß nicht, wie viel es sein müssen. Da liegt eins mit 12. Also wundert mich dann schon immer so ein bisschen, dass er die da noch nicht weggebracht hat. Wo wollen die jetzt hin? Warum arbeiten die nicht weiter? So. Er ist hier Tischler, schätze ich mal. Und da fehlt Holz. Und der ist schon fleißig zugange, oder der hat hier furchtbar ausreichend Anwesenheit 5% Fast Connections. Okay. Ich finde einfach, dass die pressen. Ah, jetzt haben wir einen Stapel von 20, 20. Ja, Betten haben wir jetzt da auch schon wieder. Jetzt könnten sie aber hier mal neues Holz hinlegen. Ah, sehr schön macht er. Aber der ist wohl kein Tischler. Gut. Können wir ja nicht ändern, ne? So, jetzt wollen sie wieder raus. Jetzt sind sie irgendwie pissig. Auf jeden Fall auf den ganzen Hantelbänken sind welche stationiert. Das ist auch nicht schlecht. So, der legt nämlich jetzt hier mal die ganzen Stapel an der Seite. Sehr schön. So, gleich wieder weg mit dem Bett. Ja, da merkt man schon, dass hier die Stapel da ganz schön eng werden. Na, hier liegt der ganze Export. Da liegt sogar noch ein Bett. Ich hoffe, dass er das auch noch mitnimmt. Da, das Bett kannst du auch noch mitnehmen. Sehr schön, sehr schön. Ja, ein ganzer LKW voll. Das gibt erstmal richtig fett Asche. Zack, 2, 3, 8. Jawohl. Immer wieder ein bisschen Kohle verdient. Ja, aber wir kriegen irgendwie den Auftrag mit den Betten nicht fertig. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, woran das liegt. Also mir fällt gerade nichts ein. Nur, die ganzen Bretter werden alle da hingelegt. Werden gleich verarbeitet. Sehr schön. Ja, du mit deiner Putzkammer, was hast du geklaut? Hä? Was hast du geklaut?
Ah, jetzt zeigt er mir nicht an hier. So, wir könnten eigentlich mal gucken, was wir forschen könnten, ne? Patrouille, Schmuggler, stationieren, Expansion, extra Kredit. Was machen wir denn? Patrouillen, Schmuggler, stationieren, Rüstung. Rüstungskammer, Elektroschocker, das Ding bräuchten wir eigentlich. Komm, wir machen mal hier die Rüstungs. Dann gibt es nämlich hier Elektroschocker, mehr Elektroschocker. So. Sehr schön, jetzt ist wieder Essenszeit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie... Wie sehr die jetzt hier gleich fressen werden. Na, erstaunen sie sich hier gegenseitig. Na, hier steht das ganze Fressen noch auf dem Tisch herum. Hier Leute, hier gibt es noch genug. Hier 23, 20, 20, 18. Also fressen gibt es wirklich genug. Bedürfnisse. Bedürfnisse, wo seid ihr? Bedürfnisse da. Doch, Food ist okay. 61%. Also die haben alle irgendwie gar keinen Hunger. Ja. Also so den großen Kohldampf haben sie nicht. Aber gut. Was soll's. Ja. Ist ja nicht unser Problem. Hauptsache, die haben was zu fressen. Und der Rest ist mir eigentlich Schnuppe. So, hier bringen sie jetzt wieder Materialien. Ich finde, wir haben immer noch zu wenig Tische und Stühle. Tische da oben drin, aber egal. Ja, dann soll das halt wieder auf den Boden legen. So. Ich bin so im Arsch. Was machen die denn hier alle? Telefonieren, okay. Flimmerkasten und telefonieren. Dann müssten wir hier später nochmal die Hälfte Flimmerkästen, die Hälfte Telefonzellen machen. Oder auf einer Seite komplett Telefonzellen, auf der anderen... Die Fernsehgeräte. Ja. Gefängnis. Na komm. Die 8 Insassen nehmen wir auf jeden Fall. Was ich einfach nicht... 2 Angestellte sind erschöpft. Einer ruht sich aus. Ja, ich weiß noch nicht. Welche sind denn hiervon komplett erschöpft? Mach denen doch die Tür auf. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie wir das hinbekommen, dass wir mehr Insassen haben. Weil die 80 Insassen werden auf gar keinen Fall reichen. Was würde uns denn hier das Riesen... So, sagen wir jetzt einfach... Oh, Autosave. Wenn jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt hier, würden jetzt hier einen Gehweg machen. Der Gehweg würde 2 breit sein, würde ich sagen. Das würde vollkommen reichen. So, und dann würde ich jetzt hier oben... Na, warten wir gerade. Warten wir gerade, bis das der Gehweg fertig ist. Mach das hier mal alles schön sauber. Ja, putzen, putzen, putzen. Na, dann bin ich nämlich der Meinung, dass wir bis hier oben hin komplett eine Zelle bauen. Die ist dann zwar länglich und nicht so breit... Aber es ist ja eigentlich egal. Hauptsache wir haben, kriegen noch mehr Insassen in den Knast. Denke ich zumindest. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Insassen. Dass wir einen größeren Verdienst auf jeden Fall haben. Um mehr Leute Interesse daran haben, an den Programmen und so dran teilzunehmen. So, wenn wir jetzt hier ein Fundament ziehen würden von hier... Ja, bis ganz oben dürfen wir ja nicht. Das funktioniert nicht. Wir müssen auf jeden Fall so Platz lassen. Also das ist ein heftiger Preis, Leute. Und so müsste ich den bauen. 21.000. Rums. Egal, Karl. Einfach bauen. Guck mal, große Gefängnistür haben wir sogar noch 2 über. So. Gleich hier 2 Gefängnistüren. Das Ding kann er gleich bauen. Ich glaube, das war dadurch nochmal richtig gut Gefängniszellen zugange bekommen.
Ja, also es sollte auf jeden Fall funktionieren. So, das war wirklich locker flockig über 100 Gefängniszellen. So, ich sage wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Pursen Art Attack. Bis zur nächsten Runde. Ciao.